Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Nach vielen, vielen Wochen stehen wir mal wieder in einer Sporthalle, aber sie ist leer. Aber trotzdem wollen wir über Sport und Remscheid sprechen. Und ich habe unseren lieben Freund Cedric Pick bei mir. RTV Judo-Team ist das Thema. Cedric, wir haben vor einigen Wochen miteinander über Skype gesprochen. Ein bisschen 2020 Revue passiert, ein bisschen eine Ausschau gegeben auf 2021. Hat sich da ein bisschen was verändert? Wie sieht die Planung momentan aus? Naja, seitdem hat sich ja der Lockdown schon wieder zweimal verlängert und klar ist auch, dass wir natürlich nicht wissen, wann genau darf es wieder in die Halle gehen. Also um mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu sagen, im April sollte die Saison ja losgehen, der zweiten Bundesliga. Und nach jetzigem Stand halte ich das für sehr unrealistisch. Also je nachdem, wie sich der Lockdown verlängern wird, ist es ja auch nicht möglich für unsere Athleten vorab in der Halle zu trainieren und ohne mindestens 4, wenn nicht sogar 6 oder 8 Wochen Vorlauf, Trainingsvorlauf, kann ein Athlet natürlich nicht in der Bundesliga auf die Matte gehen. Also das ist so ein Mindestmaß an Zeit, das man braucht. Das heißt, auch jetzt wird schon knapp, sollte sich der Lockdown noch 1-2 Mal verlängern, dann ist ein Start im April unrealistisch. Das, denke ich mal, wird dann so kommen, dass dann der DJB die Termine nochmal neu vergibt, beziehungsweise den Saisonstart vielleicht in den Mai oder sogar in den Juni verlegt. Aber, und auch da bin ich optimistisch, ich glaube schon, dass die Saison komplett stattfinden kann, nur eben etwas später startet, weil wir eben diesen Trainingsvorlauf ganz klar brauchen. Aber es könnte im Sommer noch ein anderes Problem geben und das ist das Thema Olympia. Wie könnte das den Ablauf in der zweiten Bundesliga im Judo beeinflussen? Nur bedingt. Also klar, Olympische Spiele ist natürlich ein großes Thema, aber die beginnen ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende Juni, gehen dann in den August rein. Das sind dann mal so 2 Wochen. Da ist auch Sommerpause bei uns. Entsprechend können die Athleten dann in Ruhe hinfahren, ihre Medaillen holen und dann wieder erfolgreich zurückkommen nach Remscheid. Also das wird jetzt keine Einschränkung für uns sein. Wie sieht es beim Thema Kader aus? Ihr habt in den letzten Jahren immer wieder was getan, den Kader immer wieder verstärkt für die höheren Ligen. Wie sieht die Planung bei der zweiten Bundesliga im Moment aus? Naja gut, also wir haben noch die Zeit bis zum 15. Februar zu melden. Dann ist Meldeschluss, Deadline Day sozusagen. Und bis dahin wird noch ein bisschen was passieren. Das kann ich schon mal verraten. Wir sind in sehr aussichtsreichen Gesprächen mit hochkarätigen Athleten, die sicherlich auch der Mannschaft nochmal neuen Impuls geben, auch perspektivisch gedacht in Richtung erste Bundesliga. Uns ist es wichtig, dass wir dann jetzt schon so wettbewerbsfähig sind, dass wir mit dem Kader, mit dem wir in der zweiten Liga an den Start gehen, auch in der ersten Liga konkurrenzfähig wären. Also entsprechend werden dann noch so ein paar, ja, große Namen auch nach Remscheid kommen. Das kann ich schon mal verraten. Wer es dann sein wird, kann ich dann kundgeben, sobald die Tinte trocken ist. Also das sind sehr, sehr gute Nachrichten und zum Abschluss nochmal, man muss über die finanziellen Sachen mal gesprochen haben. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht die Planung für die zweite Liga aus? Ist das alles in trockenen Tüchern auch finanziell? Finanziell ist alles geregelt. Da können wir jetzt schon den Daumen hoch machen. Wir haben von unseren Partnern entsprechend schon Zusagen und deswegen ist 2021 geklärt. Wir arbeiten jetzt aber bereits perspektivisch und haben mit Enjoy, diesem High-End, High-Quality-Fitnessstudio in Remscheid-Lennep, einen tollen neuen Partner dazugewinnen können, die uns auch mit ihrer Unterstützung extrem viel möglich machen, aber auch dann dazu gerne mehr im Gespräch bezüglich der neuen Verpflichtungen, denn da spielt auch dieser neue Partner eine große Rolle. Und ja, das wird schon ein Transfer-Coup, der da vollzogen wird. Cedric, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Also, das die neuesten News vom RTV Judo-Team.